Seid ihr herzlich willkommen. Wie geht das weiter? Welche Tür öffnet sich für dich? Das schauen wir an bei diesem Orakel. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel buchen. Wie geht das weiter? Welche Tür öffnet sich für mich? Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Symbolisch gesehen stehst vor dieser Tür. Und diese Karte direkt vor dir zeigt die Hauptthema. Worauf solltest du achten? Und hier steht, umarme dein Herrlichkeit. Und das bedeutet für mich, umarme dich selbst und achte auf diese Selbstliebe und auf deinen Werten. Verlang Wertschätzung von anderen. Und du bist schon wertvoll, dass hier für dich eine Tür öffnet. Dass etwas verbessert sich in dein Leben, sei es beruflich oder in der Liebe oder familiär. Mach den eigenen Weg. Diese Karten hier zeigen dein Gegenwart oder die nahe Zukunft und gegenüber hier diese Karten zeigen, was dann später kommt. Was passiert in dein Leben? Hier sehen wir die Kelchen. Und die Kelchen bedeuten die Gefühle oder die Intuition oder Inspiration. Hier sehen wir Verbindungen und auch Fröhlichkeit. Nütz diese Chance. Vielleicht hilft dir mit anderen zum Treffen oder gemeinsam etwas planen. Oder beruflich vorankommen, dass du schöne Kontakte hast, auch beruflich, auch was die Freundschaften betrifft. Dieser König herrscht über die Finanzen, hat einen Einfluss auf Beruf, Berufung. Vielleicht bekommst du Unterstützung von diesem Mann. Und wenn du ein Mann bist, dann bedeutet diese Karte, du nimmst deinen Platz ein im Leben, verbessert sich die Finanzen oder sollst deine Berufung leben. Wenn du eine Dame bist, erscheinst hier als Königin. Und in deiner Hand, dieses Schwert, zeigt die Handlungen, trennen von allem, was dich stört. Negativen Gedanken, negativen Gefühlen oder Kontakten oder ein Gegenstand oder verlassen ein Ort, was dich betrügt, wo du dich nicht wohlfühlst. Triff diese Entscheidungen und sei selbstbewusst. Du nimmst auch ein deinen Platz im Leben. Vertraue dein Schicksal, weil dieser Rad, dieser Schicksalsrad, dreht sich immer in die Richtung, wo du hinschaust, wo du die Aufmerksamkeit lenkst, wo du Energie da in diese Richtung schickst. So dreht sich dieser Schicksalsrad. Nicht nur bei dir kommen diese Entscheidungen, sondern er ist auch hier in deiner Nähe. Er hat auch dieses Schwert. Er trennt auch von etwas. Dieses Schwert bedeutet aber auch klare Entscheidungen treffen oder miteinander reden und ihr seid in gleichen Augenhöhe. Habt ihr die gleichen Ideen oder Pläne? Und genau das ändert sich im Schicksal. Hier erscheinen wieder die Kelchen, wie hier auch, also hat mit Gefühlen was zu tun. Und diese Karte bedeutet die Vergangenheit.
entweder Kindheitserinnerungen oder jemand denkt an dich von Vergangenheit, hat Gefühle und kommt Annäherung. Jemand möchte zurückkehren. Und deine Zukunft sehen wir hier. Du nimmst diesen Stab in Hand und bestimmst du eine neue Richtung. Vielleicht jemand zeigt diesen Weg und du folgst es, weil dich das begeistert. Hier im Gegenwart war noch ein König, der über Finanzen herrscht, beeinflusst Beruf, Berufung. Und was die Zukunft betrifft, wenn du eine Dame bist, wirst du auch deinen Platz einnehmen. Stabilisiert sich etwas in Finanzen, lebst deine Berufung und das ist dieser Weg, die Veränderungen. Wirst du die eine Ufer verlassen, näherst dich zum anderen Ufer. Das kann berufliche Veränderung sein. Aber nicht nur beruflich öffnet sich hier eine Tür, sondern ein Mann kommt entgegen mit voller Begeisterung und Leidenschaft und dieser Kelch zeigt deinen Gefühlen, aber auch deine Intuition und Inspiration. Eine neue Richtung, berufliche Veränderung, sehr viel Leidenschaft in die Liebe und auch die Gefühle betont hier diese Karte, weil dieser Kelch symbolisiert das Wasserelement und Wasserelement bedeutet immer die Gefühle leben. Kommt eine neue Richtung, bleib im Vertrauen. Hier zeigen auch anderen diesen Weg, du musst es nur folgen und kommst schon ins Ziel. Und das war dieser allgemeine Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.